So, weiter geht's. Nächster Stream. Diesmal von Oliver Janisch im Hintergrund. Ein Gespräch von drei Leuten, die auf der Demo am 1.8. in Berlin gesprochen haben. Oder da waren. Kleine, ganz kurze, aber Kurze. nur. Guck ganz kurze. Ist es jetzt? Oder immer noch? Alles auf die Beine gestellt hat und ich auch zu euch sprechen darf. Hallo Berlin, hallo Deutschland, hallo Niederschland. Diese Menschen, die sagen, sie werden in der Nazizeit im Widerstand gewesen. Sie hätten nicht mitgemacht. Das sind in der Regel die Menschen, die heute wieder dabei mitmachen, ein totalitäres Regime zu errichten. Und ihr seid der Widerstand. Genau deshalb drehen wir uns genau um und versuchen uns in die Verschwörungspolitik Nazi-Decke zu schieben, weil wir genau wissen, was sie da tun. Ja, hallo liebe Freunde. Ich habe zwei Protagonisten des historischen Tags vom 1. August bei mir. Erstens Heiko, den kennt ihr schon von meinen Sendungen. Grüß dich Heiko. Hi Olli. Und zum ersten Mal bei mir Samuel Eckert. Hi, grüß dich Olli. Schön, hier zu Samuel sein. Gehört, hat er irgendwie so eine sophisticated Weltkarte da hinten, während ich hier nur so selbst nicht selbst gemalte Bilder im Hintergrund habe. Leute, ich bin ja so neidisch auf euch, dass ich dich vor Ort sein konnte. War das geil oder war das geil? Also, was soll ich sagen? Ich meine, Heiko und ich, wir haben heute auch nochmal telefoniert kurz. Ich meine, die Bilder zeigen sie. Heiko hat heute nochmal einen kurzen Trailer rausgehauen auch. Also, ich glaube, was da abgelaufen ist, die Emotionen, die da waren, das, was da die Einigkeit, was wir da erlebt haben. Ich bin immer noch, also genau. Wenn ihr jetzt seht, sieht man das, wenn man dran sieht. Also, ich meine, ja. Muskeln, ich habe wirklich Gänsehaut. Wirklich, ich habe Gänsehaut gerade. Wahnsinn. Und guck mal rein in den Trailer. Ich glaube, der ist anderthalb Minuten. Ich hatte ein Kamerateam dabei, zwei Leute, die waren also unsichtbar, überragend. Da sieht man, wie Samuel spricht an. Da Samuel ist unter, umarmen uns, freuen uns. Also, es ist wichtig, dass die Leute diese Bilder sehen und nach außen tragen. Das ist ein Moment, der ist so historisch. Samuel, das werden wir nie vergessen, oder? Nee, absolut. Also, ist unvergesslich gewesen. Ich war noch richtig
soll ich sagen, leicht betäubt, nachdem ich dann, ich war am nächsten Tag, waren wir noch am Brandenburger Tor, haben auch nochmal gesprochen, da waren auf YouTube allein im Livestream 25.000 Leute, da waren nur mal vor dem Brandenburger Tor, waren 2.500, also sowas in dem Dreh, 200.000 oder sowas, die waren da ums Tor rum, die Polizei hat nochmal freundlicherweise abgesperrt, und also unglaublich, dann, wir haben 6 Stunden live übertragen, also ein Wochenende für die Geschichte, absolut, absolut. Ganz kurz, von der, was mit meinem Ton? Ist der jetzt besser? Ja, das wollen euch ja beschwert, dass der mal abgehackt war. Geht's jetzt? Du brichst noch ab und an ein bisschen ab, aber es ist, ich verstehe okay. Da müssen wir die Kommentare fragen, weil das kann ja auch an uns liegen. Okay. Fragt mal, wie hört ihr Heiko? Also das ist wirklich wichtig. Ich habe neben mir meinen Assistenten, aber vorhin hat ihr nämlich gesagt, dass ich so abgehackt bin. Und das ja, ist, was, nein, ich bin bei mir auch so, aber ich habe leider keine Ahnung von Technik. Soll man irgendeine Veränderung vornehmen hier? Keine Ahnung. Klasse. Ich glaube, man hört dich gut. Das ist vielleicht gut, nur bei uns so. Okay, na, hoffen wir mal. Okay. Ja, aber normal nimmt der, ist in Ordnung. Normal nimmt der dein Signal bei dir, also je nachdem. Und wir hören es vielleicht nur aus einem anderen Grund schlecht, weil ich der okay. das angefangen habe. Also die Leute hören es gut, ja, sehr gut. Ja, es passt. Alles klar, danke Leute. Erstmal vielen Dank auch Heiko, dass du dein Schedule heute umgeschoben hast. Ja, heute ist ein großer Drehtag bei Schrank TV, also schaut auf jeden Fall heute noch bei Schrank TV rein. Weil ich musste verschieben, ich wusste gar nicht, ich habe noch ein Kompaktinterview gehabt, das aufgezeichnet wurde, das kommt erst morgen. Vielen Dank Heiko. Willst du schon mal verraten, was heute noch in Schrank TV kommt? Wahrscheinlich die Demo. Ja, na klar, eine Zusammenfassung und so weiter. Wir müssen es mal verarbeiten, aber wir haben natürlich ein paar Insider-Meldungen, natürlich Sachen, wie wir es sehen, ist wichtig. Und vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für die Leute, die da waren. Und ich glaube, ich sehe es ja an den Kommentaren jetzt, das hat mich am meisten beeindruckt, dass Leute geschrieben haben, nächstes Mal bin ich dabei, nächstes Mal. Und ich glaube, wenn wir nochmal so ein Event hätten, kommen nicht 1 Million, sondern 2 bis 3. Was meinst du, Samuel? Ja, sehe ich genauso. Ich habe ganz, also auf dem Weg nach draußen, als wir abends irgendwann dann zum Hotel gegangen sind, man kommt gar nicht vorwärts. Es ist alle 10, 15 Meter kommt jemand aus dem Publikum und sagt, ey, kann ich mit dir reden, kann ich ein Foto machen? Dann kamen sie her und haben gemeint, ey, ich habe die ganze Zeit meine Familie dran gehabt. Die waren 6 Stunden live, meine Familie hat zugeschaut. Die waren noch nicht so überzeugt von dem, was hier los ist. Aber nach dem Tag heute haben die gesagt, das nächste Mal sind wir alle mit dabei. Und ich glaube, wir haben durchaus Verdopplungspotenzial. Und deswegen, glaube ich, sehen wir unter anderem heute auch in der Presse diese ganzen Headlines, dass man jetzt wieder diskutiert, das Demonstrationsrecht abzuschaffen, weil man genau weiß, dass diese Bewegung so stark werden wird. Jetzt, wo wir alle wissen, dass ich meine, ganz ehrlich, ich muss ehrlich zugestehen, ich war auch nicht so optimistisch, was die Zuschaueranzahl angeht. Und ihr habt es gesehen an meiner Reaktion auf dem Video, bei Heiko kann man es schön sehen. Ich war völlig außer mir, als ich das gehört habe am Morgen, dass da 800.000 Leute in der Stadt schon sein sollen. Dann kam die Polizei mit 1,3. Also die ganze Stadt war voll. Dann haben wir zum Schluss noch von Markus Heinz gehört. Der hat eine Info bekommen, die ist zwar noch nicht bestätigt, aber die soll aus Polizeikreisen, kam nicht zugespielt, dass in der ganzen Stadt 2 bis 3 Millionen Menschen anwesend gewesen sind. Ja, also und wenn wir uns jetzt überlegen, dass da nochmal ein Vermehrungspotenzial da ist. Und ich kann das aus meinem Umfeld bestätigen. Ja, auch gerade in der Familie meiner Frau. Die Leute haben den ganzen Nachmittag geschaut. Da macht jetzt keiner übt da mehr Kritik. Die Leute fangen an nachzudenken und sagen, wie kann das sein, dass da steht 17.000? Wie kann das sein, dass die Medien komplett falsch berichten? Wie kann das sein, dass ihr alle als Rechte betitelt werdet? Wie kann das sein, dass ihr alle als gewalttätig betitelt werdet? Das ist genau das, was ihr erreichen müsst. Ja. Und was ja, auch ja. Willst du, Olli, kein Problem? Oder soll ich was ja, sagen? Ich war gerade kurz weg. Ich wollte euch nur sagen, es ist gut, wenn ihr einfach übernehmt, wenn ihr mich nicht seht, weil ihr seid ja trotzdem drauf. Ja? Und ihr seid beide das Reden gewohnt, wie man merkt. Ja? Insofern kein Problem. Ja, aber meine Stimme ist wirklich angeschlagen, muss ich echt sagen. Und das wäre über Schrank TV sagen. Aber es hat natürlich eine Menge Energie auch gekostet, muss man schon sagen. Und wir sind ja alle wie so ein Pitbull gewesen. Die haben ja, hast ja mitgekriegt, Samuel, die haben ja abgestellt nachher, ne, den Ton. Und ich bin so wie so ein Wahnsinniger, weißt du, bin ich dann auf diese Balustrade hoch und brüll. Hier sind noch mehr, also quasi, ich erreiche, ich brülle. Und du merkst gar nicht, macht ja keinen Sinn, weil das geht ja in die Leere von 1 Million Menschen. Natürlich haben da einige mitgemacht und heute früh und gestern. Ich habe nur Manuka-Huni zu mir genommen, dass wir überhaupt dieses Interview machen können. Nein, kurz am Rande. Wir haben bei uns einen Haushandwerker, bei mir in der Firma, das ist ein Ukrainer. Das war der Hammer. Der kommt heute an und sagt zu mir, Schrank. Ich wollte Ihnen nur mal sagen, im ukrainischen Fernsehen haben die von der Demo gesprochen und im Facebook auch. Also, sie sind ja jetzt berühmt, sagt er, darum geht es überhaupt gar nicht. Es klingt total toll, dass ihr darüber berichtet habt. Dann höre ich aus Spanien, also auf gut Deutsch, das ist ein Signal gewesen
für die ganze Welt, das ist ganz wichtig, weil diese Corona-Sache, davon sind ja alle betroffen, ist ja eine globale Problematik und das hätte ich nie gedacht, dass wir Deutsche dem mal so nachsagen, Lappen, Michel, ihr seid ja ohnehin die Letzten, die aufwachen, das ist eine Riesensache gewesen und deswegen vielen, vielen Dank an euch alle, die da waren und die bei Samuel am Livestream das verfolgt haben. Ja, vor allen Dingen noch kurz, wenn ich, also sorry, Olli, bitte. Ich bin der Moderator, Samuel. Ich hab ja in meinem zensierten Video auf der Veranstaltung, nein, in dem abgebrochenen habe ich es auch schon gesagt, jeder Einzelne, der dort gekommen ist, ist ein Held, ja, weil er sich richtig ins Boxfahren hat jagen lassen von der Berichterstattung im Vorfeld und so weiter. Aber da wollte ich nochmal, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, wie ich weg war, Samuel. Wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, woher denn die Information mit 1,3 Millionen kommt. Hast du das schon gesagt oder wenn nicht, sag's nochmal. Ja, also ich war ja die ganze Zeit mit Heiko in diesem hinter der Bühne. Und wir haben die ganze Zeit Kontakt zu der Verbindungsoffizierin der Polizei und zu den Organisatoren gehabt. Und wir standen erst da und ihr habt ja ein Video gesehen beim Heiko, da sind wir auf dem Stand 800.000, das wurde auf der Bühne bekannt gegeben. Und dann bin ich gerade an meinem Livestream und spreche die News kurz zwischenrein, bevor ich wieder rausgehe und filme und so weiter. Und dann kommt die Organisatorin neben mich, die steht neben der Verbindungs, neben der, also in der Nähe von der Verbindungsoffizierin von der Polizei und kam da gerade zu mir zurück, ja, und sagte, wir haben gerade von der Polizei die Zahl reinbekommen, 1,3 Millionen Menschen. Ja? Ja, genau. Und das ist genau. Nämlich die Breaking News, die habe ich schon mal, weil wir das vorher schon besprochen hatten, hier reingemacht. Breaking News, Polizei sprach von 1,3 Millionen. Ja, Tatsache. Also, die werfen wir uns jetzt vor, wir würden Fake News verbreiten. Die Information kam von der Polizei. Du kannst es bestätigen, Heiko. Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss gleich was dazu sagen. Ich weiß, dass wir heute darüber reden wollten und die Leute sprechen uns alle wegen Zahlen und ich sage es ganz ehrlich, wir sollten uns gar nicht auf so ein schmales Brett begeben. Ja, das ist egal, 1,3 oder so, ich sage es ganz ehrlich, ob dort 500.000 waren oder 800 oder 1,3 Millionen, ist völlig egal. Diese Masse an Menschen, damit hat keiner gerechnet, die nach außen hin sagen, wir lehnen dieses, ich sage es mal mehr oder weniger, verlogene System ab und das ist mehr als eine Welle. Und deswegen, lass uns nicht drüber debattieren, ob nun so oder so waren, völlig egal. Genau, ich habe heute ganz kurz vom besten Freund von mir sogar, den sein Schwiegervater ist total Mainstream treu, also keine Sorge, der guckt weiter Mainstream, die haben nur Streitereien gehabt. Zum ersten Mal sagt er heute zu ihm, naja, mit den Bildern da, also ich glaube nicht, dass es 20.000, vielleicht sagen die doch nicht so die Wahrheit und darum geht's doch, darum geht's, dass immer mehr Menschen erkennen, ich bin dankbar, danke Mainstream, danke, dass ihr 20.000 gesagt habt. Und nicht eine halbe Million, weil Nur dadurch wird der Erwartungsprozess noch befeuert. Also wir müssen wirklich sagen, danke, danke. War gut. Ja, absolut. Also ich wollte auch nicht sagen, dass es 1,3 Millionen waren, sondern dass die Informationen von der Polizei kamen, in der Stadt vielleicht sogar noch mehr. Ich denke, was Kompakt rausgehauen hat, mehr als 500.000 ist realistisch. Ja? Aber es geht nicht um die genaue Zahl, es geht genau darum, wie du sagst, es war voll. Es war meiner Meinung nach, ich kann mich an keine andere erinnern, die größte politische Demonstration, die ich, vor allem die vom Volk organisiert war, die ich hier gesehen habe. Also es gibt ja so ein paar diese von George Soros organisierten oder wenn die Gewerkschaften aufrufen, aber das war aus der Mitte des Volkes organisiert, ja, keine Organisation, also keine größere NGO oder so stand dahinter und da gab, ich kann mich an keine große in meiner Lebenszeit erinnern. Das musst du dir vorstellen, also das ist ja ein Nachbeben, wenn man letztes Jahr noch in Chemnitz, wo der Deutsch-Kubaner umgebracht worden ist, alles aufgefahren hat, könnt ihr euch noch erinnern? Das große Event, wo ich glaube, Herbert Krölemeier da war, wo feine Sahne, Fischstäbchen und wo Ben & Jerry's Eis vergeben worden ist, wo Coca-Cola gesponsert worden ist, wo Flixbus alle hingefahren ist. Also die haben alles aufgefasst. Die Gewerkschaften haben Gelder hinterher, ich wüsste. Und dann haben sie 50.000 hingebracht und dann, wer hüpft? Der ist gegen Nazis. Also alles aufgefahren. Hier kamen Menschen aus freien Stücken, die das selber bezahlt haben, die von weit her kamen, bei einer Hitze, noch in den Sommerferien. Ich bin ja selber runtergekommen, wisst ihr ja, vom Meer, von der Ostsee, wo ich mit der Familie oben war, mit meinen Kindern. Bin trotzdem zurück. Und viele Leute haben das gemacht. Die haben gesagt, hier geht es um etwas. Deswegen hat das noch viel, 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 viel mehr Wert. Und die andere Seite, die hat jetzt richtig Angst. Aber richtig Angst. Deswegen wollen sie jetzt auf Verbote. Weil die haben ja gar keine andere Chance mehr. Ja, absolut.
Ja, Samuel, was sagst du dazu? Die werden wahrscheinlich jetzt Verbote versuchen, oder? Ja, also das ist der einzige, ich sag mal so, für mich eine ganz logische Konsequenz. Ja? Ich stelle mich auch ein darauf, dass wir es nicht leichter haben werden. Ich meine, ihr seid schon länger dabei als ich. Ich verfolge euch beide ja schon. Ich meine, ich sag mal so, ihr wart beide meine großen Helden in den letzten Jahren, weil ich sage, das sind Menschen, die setzen sich ein. Und es geht nicht darum, dass man 100% der gleichen Meinung ist, aber das sind Leute, die setzen sich für das ein, was sie glauben, und sie sind bereit, alles dafür zu geben. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich bin so froh, dass diese Krise kam, weil sie mich auch zu dem gemacht hat, was ich heute bin, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich meinen Mund aufmachen. Und ich möchte nur sagen, ich weiß nicht, wer es verfolgt hat, am nächsten Tag vor dem Brandenburger Tor gab es ja die Rede von dem Alex, der dieser Busunternehmer, der Repräsentant des Busverbandes war. Er hat gesagt, wir hätten noch 200.000 Anfragen mehr gehabt. Ja, die waren alle da und wir waren nicht vorbereitet darauf. Und er sagt, die Menschen sind gekommen aus Zagreb, die sind gekommen aus Italien, die sind gekommen aus Luxemburg, die sind überall her. Sind diese Menschen nach Berlin gekommen? Ja, und ich glaube, wenn wir uns, ich meine, keiner von uns hat in dieser Wucht gerechnet, auch nicht die Gegenseite. Ja, und deswegen ist für mich die logische Konsequenz, was jetzt passiert. Man denkt, okay, wie kommen wir dagegen an? Die Antwort ist, wir kommen nicht dagegen an. Es geht nicht. Das heißt, wir müssen versuchen, das im Keim zu ersticken. Und das wird dann ein. Und das ist das Schöne an der Lüge, je mehr du sie durchdrücken musst, desto offensichtlicher wird sie. Ja? Das heißt, wir werden unsere größte Aufgabe jetzt im Herbst bekommen. Wenn diese Repressalien, wenn das Demonstrationsverbot wirklich durchgehen sollte, wenn es da Prozesse im Verfassungsgericht geben wird, wenn es da offensichtliche Anwälte geben wird, Leute, die irgendwann sagen an diesem Punkt und sagen, Leute, jetzt, egal, ich war Mainstream bisher, jetzt geht es zu weit. Dann werden diese Menschen dazukommen. Und dann sind wir in der Verantwortung, alle, die wir hier sitzen, mit unserer Reichweite, mit unserem Einsatz, dass wir diesen Menschen eine Möglichkeit geben, selber nachzudenken und sich uns anzuschließen. Ja, ja, also es war episch und historisch. Ich habe es geschrieben, ein absolutes, ich würde schon sagen, fast Wunder. Ich habe auf Telegram geschrieben, Deutschland feiert ein Comeback auf den letzten Metern. Also ich hätte es nicht mehr gedacht. Und vor allem, was man ja wirklich berücksichtigen muss, ihr habt es schon gesagt, an jedem von denen hängen ja 4-5 Leute dran mindestens, die auch gekommen wären, wenn sie gedacht hätten, dass das so groß wird. Ja? Also das was du das immer auch skandieren lässt, Heiko, wir sind noch mehr, scheint so zu sein. Ja, ich meine, ich kenne es ja, ich kriege ja, sagen wir mal, eigentlich seit meiner frühesten Kindheit will man mir immer eine reingeben, aber erlebe ich ja, deswegen bin ich auch ein Kämpfertyp. Ich weiß es ja, jemand, da ist ein Spinner, ein Idiot, ein Verschwörungstheoretiker, immer, wenn es natürlich eine Gegenwehr haben, seit Jahren. Ich sag's mal so, ich meine, schön, ihr habt euch gefreut, PayPal, ihr wisst, mein PayPal-Konto oder ist immer weg, ich hab keins. 70% des Umsatzes hat es ausgemacht, Facebook wurde weggenommen, PayPal haben so platt gemacht, es wurde alles aufgefahren, ihr kennt ja das ganze Spiel, wer soll nicht rumheulen, ich will nur sagen, wir haben immer weiter gemacht, immer, immer weiter. Und dieser Tag war die Belohnung für uns alle, für die Arbeit, die wir jahrelang gemacht haben. Du, Olli, Eva Herrmann, Andreas Pops, wenn er du und wie die ganzen Freidenker alle heißen. Das ist ganz wichtig. Deswegen müssen wir jetzt aber anfangen, dass wir dieses Selbstbewusstsein, was wir aufgebaut haben, an die Leute auch weitergegeben haben, dass das auch weitergetragen wird. Jetzt fängt es erstmal richtig an. Absolut. Also, und es war, ich habe es eben auch deswegen nicht gedacht, dass es so viele werden, weil wenn man die einzelnen Kanäle zusammengezählt hat, deinem und wir haben ja überschneidende Publikums, hätte man gedacht, okay, wenn ich das so zusammenzähle, da kommen ja keine 500.000. Ja. Aber es spricht sich eben auch rum, nicht jeder schaut uns, aber trotzdem kommen dann noch Leute, die einfach davon gehört haben und mitkommen. Das heißt, also man kann, deswegen ist es, warum sie so lügen müssen über diese Zahl, ja, weil das ist das, was sie aufrechterhalten müssen, das Bild, das ist eine kleine Gruppe von, die können ja nicht gleichzeitig sagen Verschwörungstheoretiker und Neonazis, sondern sagen sie 500.000, weil wo kommen denn 500.000 Neonazis her? Das war das Beste, was sie machen konnten. Guck mal, mein Prozess hast du ja verfolgt. Der Spiegel, 200 Leute sind da. Dabei standen ca. 1.000 vor der Tür. Das ist komplett nach hinten losgegangen, wirklich. Ein Eigentor ohne Ende. Wir waren mit unseren Shirts, waren wir kurzzeitig ausverkauft. Ich habe gestern gepostet bei Telegram, muss man sich vorstellen, die Taz macht einen großen Artikel. Ja, überall waren das Shirt zu sehen mit so einem Kreis erkennen, erwachen, verändern, was dem bösen Verschwörungstheoretiker Heiko Schrang gehört. Der ist der Initiator davon. Ich habe gesagt, Wahnsinn. Werbung, die kapieren es nicht. Die wollen Feuer immer löschen, stehen immer schön da mit Benzin und pumpen richtig schön Benzin ins Feuer. Ja. Wir müssen noch mehr Benzin reinpumpen, und wird immer größer das Feuer. Kapieren diese Leute nicht. Wir müssen uns aber davon lösen und sagen, hey, ihr habt was gesagt, ich fühle mich jetzt verletzt, ich bin doch kein Nazi. Das sind für mich Witzfiguren.
diese Bilder, speziell was Samuel gemacht hat, das ist unbeschreiblich, dass er das alles live reingeschoben hat. Ihr habt das ja, erlebt, das sollten die Leute wissen. Ich selber mit meinem Handy mache doch immer so einminütige Videos. Samuel, es hat doch nicht funktioniert. Du weißt, dass das gesamte Netz zusammengebrochen ist. Ja. Samuel war der Heilsbringer in der Stunde. Er hat ein Schweizer Netz gehabt, war davon nicht betroffen. Das heißt, das gesamte Netz ist zusammengebrochen. Keiner, redet doch mit den Leuten, die da waren, konnte was machen. Und ja, er hat als Einziger die Sache rausgepumpt. Deswegen ist es wirklich historisch. Es hat alles zusammengepasst, weil da kommen wir gleich. Ich muss auch kurz zu deinem. Am geilsten fand ich den Spiegel TV Beitrag. War eigentlich alles korrekt abgefilmt und da hat es sich gedacht, wow, toller Typ. Und am Ende irgendwie diese Spinner oder so. Die haben das war so lächerlich. Ja, doch, du weißt, der ganze Werbung. Die haben nicht alle Tassen im Schrank. Die haben nicht alle Tassen im Schrank, haben sie dann gesagt. Boah, jetzt, und die Leute haben es dir aber gegeben, Heiko. Jetzt. Aber das Schärfste ist ja, ich bin ja runter, du weißt, da war so eine Absperrung vor der Bühne. Da kam ja keiner mehr rein. Wir waren ja quasi im Backstage-Bereich. Da bin ich noch nach vorne zu Fans und Shake Hands, umarmt und so weiter. Auf einmal kommt ein Kamerateam. Herr Schrank, können wir Sie interviewen? Ich sag, wo kommen Sie her? Vom Spiegel. Ich habe wirklich nur so gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das, nee, habe ich gesagt, nee, die kapieren einfach gar nichts. Und bin weiterlaufen. Die machen immer weiter. Die machen immer weiter. Ja, ich meine, ihr habt ja auch gesehen, heute Morgen hat ja, glaube ich, auf Instagram von Dunja Halali war dieser Beitrag, wo man dann auch, ich finde allein, meine Lieben, ja, wenn wir das uns anschauen, da heißt dann am Ende, Leute, wir müssen jetzt abbrechen, es wird hier langsam gefährlich. Und dann läuft sie durch diese Menge durch, du siehst rechts Kinder, du siehst alles, ja, und du denkst dir so, meine Güte, was ist hier eigentlich los? Ja. Du musst dir mal vorstellen, du bist ja, Samuel, du bist ja so schlecht. Ich fand, das war auch so genial, ich habe das zum Teil angeschaut. Sie steht da drin und sagt, warum nennt ihr mich Lügnerin? Dann zeigen sie ja hier, 17.000 sagt ihr gerade. Und dann, ja, das stimmt doch nur 17.000. Am Schluss sagt sie, ja, ich bin nicht so gut im Zählen. Ja, Dunja, du bist nicht sehr gut im Zählen. Überleg mal, ich muss mir das vorstellen, wie plump und provokant das war. Samuel ist ja ein gut aussehender, smarter. Er war ja bei mir am Wochenende, haben wir uns ja kennengelernt. Also eigentlich der Typ schlechthin, Frauentyp. Ich bin ja so ein Typ, den nimmst du ja immer perfekt. Das ist fein so, Heiko Strang, Glatze, breit. Das ist ja der potenzielle rechte Verschwörungstheoretiker. Aber stellt euch bitte vor, ich, Heiko Strang, mit Glatze, mit meinen zwei Kameraleuten, gehe am 1. Mai nach Kreuzberg zu einer Demo und sage, hallo, meine Frage mit meinem Shirt, warum habt ihr ein linkes Gedankengut? Warum seid ihr für den Kulturmarxismus? Die würden mich totschlagen. Ja. Also man geht quasi rein ins Business und sagt dann, die beleidigen mich alle, sind alles böse Menschen. Die haben zwar wohl nicht mehr alle da, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann nehme ich mal den Ball auf und leite auf den schönen Samuel über. Oh, nicht ohne zu bemerken, du hast auch schon einen hohen Haaransatz. Du kannst ruhig auch mal einen Hut aufziehen. Aber jetzt erzähl mal mit dem, das war ja eben kein Zufall. Es konnte niemand senden. Das heißt, die haben, das ist meine These, die haben die deutschen Mobilfunknetze einfach abgeschaltet und dich haben sie nicht erwischt, weil es Schweizer war, oder? Weil es konnte niemand senden. Es ist, also ich komme ja aus der Branche, ja, das heißt, ich habe das ja, ich habe ja viel mit Mobilfunk gemacht, in einer unserer Firmen in Deutschland. Also es ist so, es gibt dieses Phänomen auch manchmal bei Fußballspielen. Deswegen werden Stadien normalerweise mit mehreren Sendern ausgestattet oder verstärkt eine Mastendichte ausgestattet, damit man da mit der Kapazität klarkommt. Es ist natürlich so, es sind nicht alle Streams abgebrochen gewesen. Das habe ich auch gestern nochmal einen Anruf bekommen von einem, der gesagt hat, wir waren auch online, Mensch Samuel, was sagst du da immer? Das ist völlig klar. Vorne bei uns in der Bühne, Heiko ist mein Zeuge, vorne bei uns in der Bühne kam keiner mehr raus. Ich hab aus der Schweiz Infos bekommen, mein Samuel, wir sind alle off, LTV ist off, wir sind alle off, kommst du online? Und ich habe halt geguckt, habe ich Netz, ich hab die Seite aufgemacht, habe dann nochmal die Online aufgemacht, stand als erstes oben. So, jetzt blende ich erstmal das Video, gehe dann gleich weiter, im nächsten Video, drunter kurz Stream. Ach, scheiße, genau, es juckt. So,